Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen hier bei Ark auf meiner Insel. Das ist meine Insel. Alles, auch da hinten. Und das ist meine Hütte. Ja, also, herzlich willkommen Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich kann hier, glaube ich, mal das Licht ausmachen, weil es wird ja gerade wieder morgen. In der letzten Folge haben wir hier erfolgreich dieses wunderbare Crop Plot gesetzt, damit wir einen, weil ich habe festgestellt beim Holzsammeln hier unten, dass es nicht mehr so viele Narco-Berries irgendwie gibt. Da habe ich mir gedacht, ich setze das Ding jetzt einfach und dann können wir da Narco-Berries. So, ne, wisst ihr. Wir haben da drüben noch so einen grünen Supply-Drop gehabt. Da gab es ein wenig, wie heißt es, zwei große Storage-Boxes und ein Cooking-Pot. Genau, ein Cooking-Pot. Und wir haben hier so ein bisschen Plattform gebaut. Allerdings fehlt auch noch so ein wenig, also ich müsste eigentlich Wände jetzt bauen. Ich meine, dass wir hier hinter können wir immer noch erweitern. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wir brauchen immer noch Holz und das ohne Ende. Ich überlege gerade, nee, ich mach jetzt einfach erstmal weiter. Aber an sich finde ich schon irgendwie cool. Ah, wir sind hier auf dem Stein. Ich finde das schon cool, so von der Idee her. Jetzt haben wir hier so zwei Ebenen. Ja, das, ah, die Feuer sind aus. Das heißt, unser Fleisch müsste eigentlich auch soweit ganz durch sein. Das ist durch und das hoffe ich auch alles. Naja, okay, fast alles. Die Kleinen müssten eigentlich soweit, wobei ich habe auch festgestellt, die brauchen nicht wirklich viel zu essen. Wo gehen, die Frage ist jetzt nur, wo sammeln wir weiter Holz? Also auf welcher Seite? Oder wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Ich glaube, ich werde mir mal jetzt ein paar Narco-Pfeile herstellen. Na gut, viele werden das nicht. Aber egal, wir brauchen halt einfach welche. So, hier können wir jetzt, oh, das braucht ja nur total wenig, das finde ich cool. Achso, das ist auch das Thatch-Ding. Hier haben wir jetzt ein, das ist jetzt das Dach, ne? Das ist das Roof. Slightly different angle to than the ramp. Okay. Was? Oh, da war schon wieder das Lag. Wir brauchen halt immer noch Holz in rauen Mengen, um diese Hütte irgendwie mal weiter zu bauen. Andererseits bin ich halt im Überlegen, ob wir uns jetzt vielleicht mal so ein Trike oder sowas zähmen sollten. Wobei das können wir ja auch kombinieren. Ich ziehe mal das da drauf. Können wir denn? Ich glaube, wir können noch normale Pfeile bauen, oder? Ja, da mache ich mir nochmal neue. Blinge, 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 bling. Jetzt haben wir nämlich wieder genug Munition. Und jetzt gehe ich mal auf Trike-Suche, weil irgendwo hier im Wald hingen noch welche fest. Und dann. Ich glaube, ich muss hier mal rüber bauen und dann einen Zaun da hinsetzen, dass ich nicht immer runterfalle. Irgendwo hier hingen Trikes fest. Und ich hoffe, die 10 Narco-Pfeile reichen, um einen Trike zu zähmen oder zu betäuben. Ich glaube irgendwie noch nicht so ganz dran. Das heißt, wir machen erstmal weiter Holz. So, immer mal gucken. Man sieht halt hier so schlecht. Was macht denn da hinten rum? Ach so, nee, da kämpft nur. Oh, da ist ein Raptor. Da ist ein Raptor, Leute. Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Könnt ihr euch das vielleicht denken? Wir gehen auf Raptorjagd. Ich habe keine Ahnung, welches Level der ist. Aber wir probieren. Kann der mal aufhören, die hier quer durch die Pampa zu jagen? Raptörchen, bleibst du stehen? Ich habe schon wieder Ameisen gehört. So. Oh, da hatten wir echt gerade Glück. Wobei, den können wir gut gebrauchen. Irgendwie, wir sind auch noch im Kampf. Und ich sehe gerade nicht, wieso. Kann ich den hier wegziehen eigentlich? Oh, Alter! Das ist so grauselig mit denen.
Jetzt habe ich natürlich keine Narco-Berries für den Raptor und nichts zu essen. Na gut, der kriegt erstmal hier ein bisschen Cooked Meat. Und dann muss ich mal sehen, dass ich vorsichtig dieses Fiomia hier ohne den Raptor. Ich hoffe, ich treffe den Raptor nicht. Och, Mann, Leute. Ach, so. Na gut, gibt noch ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen Hide, das ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm. So, und dann können wir nämlich, jetzt brauche ich nur noch wieder Narco-Berries, damit der Raptor nicht nachher noch aufwacht. Mein Fleisch hole ich mir mal wieder. Wie viel Consciousness haben wir? Ah, okay, wir haben noch einiges. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein paar. Stimberry, ne, das ist genau das Falsche. Sonst muss ich kurz hoch zur Hütte gehen und, hier Dingens holen. Wie heißt das? Ich habe keine Narcotics mehr. Fällt mir gerade ein. Also kann ich auch keine aus der Hütte holen. Weil ich habe die ja eben in Narkopfeile umgewandelt. Aber zwei habe ich schon und ich hoffe, das reicht. Drei, okay, das ist okay. So, dann geben wir den erstmal. Oh, cool, dann haben wir ja einen Raptor. Das heißt, ich weiß auch, was ich. Ich weiß gar nicht, welches Level. Na gut, Level 2, okay. Ist jetzt nicht der so der Bringer, aber besser als nix, würde ich einfach mal sagen. So, wir füttern dem mal die drei Narco-Berries, dass der nicht gleich wieder aufwacht. Was ist denn das, ein Männchen? Okay, ist ein Männchen. Das heißt, ich kann nebenbei schon mal überlegen, wie ich den nennen werde. So, und das war die Rache für den... Wobei, ich glaube, der andere Raptor, der uns gekillt hat, war bestimmt Level 20 oder so. So vor, ich glaube, mittlerweile 10 Folgen der... Okay, das heißt, das ist cool. Dann haben wir einen Raptor, mit dem können wir uns recht schnell fortbewegen. Das ist gut. Ärgerlich ist halt, dass der so ein niedriges Level hat. Das heißt, wir können ihn noch nicht wirklich benutzen, um effektiv hier irgendwie was zu bekämpfen. Außer halt mal so ein Dilo oder so. Aber selbst da muss man schon aufpassen. Und ich muss dann auch... Oh oh. Oh oh. Oh, das werden ja immer mehr. Alter. Also, merke, wenn man eine umhaut, kommen noch mehr. Ich weiß nicht, wo die anderen... Ach, egal. So, wir kümmern uns erstmal um den Raptoren. Außerdem muss ich was trinken, sehe ich gerade. Und was essen. Na, kleiner Mann, wie geht's dir? Naja, der ist vom Torpor noch gar nicht so weit runter. Aber ich brauche... Aber der ist hübsch, der gefällt mir. So, wir brauchen aber trotzdem mehr Beeren. Glaube ich. Und wir müssen alles schon wieder reparieren. Das Zeug geht so schnell kaputt. Das ist ja... Das Coole ist, wenn wir einen Raptor haben, dann kriegen wir auch ganz schnell einen zweiten jetzt. Oh. Ah, da haben wir nochmal zwei Narco-Beeren, das ist gut. Diesmal jetzt langsam... Also ich muss halt sagen, am Anfang war es super nervig, die ersten 10 Folgen so. Also auch die ersten 10 Level. Mittlerweile finde ich es deutlich besser. Es läuft doch jetzt deutlich besser, oder? So, es regnet. Das ist super. Das heißt, wir können unser Wasser gerade auffüllen. Wo ist denn... Hallo, Raptörchen, wo bist du? Ich glaube, da in die Richtung. Steine. Wir haben auch nur 4 Pfeile gebraucht. Das ist gut. Das heißt, 6 Stück haben wir noch. Mit den 6 Stück können wir sicherlich noch irgendwie einen Raptor erlegen, wenn wir den einen finden. So, der kriegt noch die Narco-Beeren. Und den kriegt er halt direkt auch wieder gefüttert. So, ich warte mal kurz. So, jetzt nochmal. Dass wir den halt so knapp auf 190 Torpor kriegen. Und noch einmal, oder? Ja, genau. So, 190,8. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Ich meine, der wird kein Level dazu kriegen, aber dafür ist der sowieso zu niedrig. Und in der Zwischenzeit kann ich ja mal hier so ein bisschen Holz irgendwie sammeln. Für Wände. Wir brauchen Wände. Oder Fenster. Ich weiß nicht, mit Fenstern. Ja, habe ich doch, glaube ich, gelernt.
Und ich will, wie gesagt, ich will ja auch einen, wie heißt das? Ach, ich weiß es nicht mehr. Oh, Hatchet kaputt. Schon wieder. Kann ich denn in der Zwischenzeit mal, also einmal brauchen wir hier so eine für eine Tür. Das ist ganz wichtig. Und dann bräuchte ich noch das Fenster, das ich, glaube ich, noch gar nicht gelernt habe. Doch, ich habe es gelernt, aber wir brauchen wieder Thatch. Wir haben keinen Thatch mehr, was? Na gut. Und Gott sei Dank sind wir in der Nähe eines Waldes, das heißt, wir kriegen auch schnell Thatch. Und dann muss ich, glaube ich, als nächstes echt den Raptorsattel lernen. Weil der Kleine soll ja unser, soll ja erstmal unser Reittier werden. Und ja, ja. Hier ist irgendwo ein Dilo in der Nähe. Ach, da hängt einer im Baum. Okay. Da weiß ich schon, wo wir unseren Raptor leveln können. Muhahaha. So. Ich guck mal kurz nach dem, wie es dem so geht. Einfach mal gucken, ob das so reicht von Betäubung. Und ist der noch... Ja, der ist ja gleich schon fertig, der Kleine. So, geben wir ihm die eine Beere noch. Und dann... crafte ich in der... Jetzt habe ich irgendeine Taste zwischendurch gedrückt. Eine. Echt nur eine. Boah. Na gut. Was? Es ist zu warm? Wie kann es denn bitte zu warm sein? Es regnet gerade. Ich meine... Ach, egal. Ich hole mir noch ein bisschen Holz und dann können wir vielleicht nochmal ein zweites Fenster bauen. Ich muss definitiv die Holzressourcen hochschrauben, da führt momentan, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Sonst haben wir hier keine Chance. So, ich nehme so viel mit, wie es geht. Und ich überlege halt, aber ich muss eigentlich den zweiten Stock, den muss ich eigentlich höher bauen. Oh, und ich muss mal das Gewackel ausschalten. Oh. Da wird einem ja schon übel. Oh, unser Raptor ist fertig. Scheiße, wir waren zu weit weg. Der hat gar nicht gezählt. Ach, Mist. Und wir müssen dem auch gleich... Was war das? Ach so. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Wir waren zu weit weg. Nein. Das heißt, wir haben das gar nicht, glaube ich, gezählt. Obwohl, nee. Ich glaube, dieses Dingens zählt ja eh global. Und Raptoren habe ich schon mehrere gezähmt. So, wie nennen wir den denn jetzt? Wie nennen wir den denn jetzt? Ich denke, ich nenne ihn so. Aki. Aki ist cool. Equip Saddle to Ride. Ja, ich habe leider noch keinen. Hallo? Follow me. Aber wir haben jetzt zumindest schon mal einen Raptor und das finde ich sehr gut. Jetzt craften wir hier nochmal so ein paar Fensterchen. Ja, kleiner Mann, alles okay. Alles super, oder? Dir geht's gut? Schön. Jetzt können wir richtig loslegen, gell? Und das werde ich nämlich jetzt auch gleich. Ich gucke mal kurz, welches Level dieser Dilo da hat. Und dann hauen wir da einfach mal drauf. Ugh, Speer kaputt. So. Jetzt ist auch der... Oh nein, 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 nein. Jetzt brauche ich einen zweiten... Ach, Mist. Jetzt brauche ich gerade einen zweiten Speer. Naja, egal. Können wir uns irgendwo auf Halde legen. Ich muss Aki ein bisschen leveln. Deswegen baue ich noch ein bisschen Holz ab. Dann kriegt er auch EP. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil der ist so niedrig. Der ist halt, der wird halt auch relativ schnell wahrscheinlich kaputt sein. Und das will ich jetzt momentan einfach nicht riskieren. Dodos, da hinten war ein Dodo, den könnte ich eigentlich, da könnte ich ihn eigentlich draufjagen. So, können wir denn noch mehr Fenster bauen? Ja, nochmal zwei, das ist gut. Das gibt dem ja auch XP. Müsste man eigentlich sogar sehen. Naja, okay, nicht wirklich. Naja, 1,9 von 10. Okay.
Aber das Fleisch kriegt da noch das Rohe. So, was bist du denn da für einer? Ah, oh Gott sei Dank. Hast du jetzt schon... Das gibt nur so wenig XP, wenn der ein Vieh killt? Oh, das ist ja eklig, ärgerlich. Das ist ja echt ärgerlich. Hallo Dodo, tut mir leid. Kein XP. Noch ein Dodo. Hallo Dodo, tut mir leid. Nein, 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 nein. Nein. Und ich habe ihn auch noch selber gekillt, ich Idiot. Oh, scheiße. Jetzt muss ich erstmal hier weg. Ach, verdammt. Warum musste diese blöde Schildkröte jetzt... Was für ein Level hat die eigentlich? Die ist auch nur Level 6. Und Oh nein. Jetzt habe ich, Idiot, auch noch unseren Raptor gekillt. Och, Mann. Oh, Mann. Das tut mir leid, Kleiner. Ach, verdammt. Ja, komm schon, blöde Schildkröte. Ja, ja, ist ja gut. Ich laufe jetzt weg. Ach, Mist. Ich bin so ein Dussel. Und ich sag noch, scheiße, ich muss aufpassen, er ist nur Level 2. Oh. Ich will das abschalten. Also, ja, ich will es wirklich... Mist. Nee, ich will das ja wirklich abschalten. Auch auf meinem Multiplayer-Server. Mich nervt Friendly Fire so dermaßen hier an. Weil in so Situationen wie jetzt... Nee, tut mir leid. Die blöde Schildkröte, die hört auch nicht auf, uns zu verfolgen. Ja, das heißt, wir müssen uns einen neuen Raptor suchen. Aber es geht ja. Also, wir haben den ja relativ schnell gezähmt. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Läuft die uns immer noch hinterher? Glaube ich jetzt nicht. Die muss doch irgendwann auch mal aufhören, uns zu folgen, oder nicht? Da ist wieder ein Lag. Ich habe immer Angst, dass bei den Lags die Aufnahme unterbricht. Irgendwie, die kommt uns immer nicht... Die hört echt nicht auf, aber vielleicht schaffe ich es, dass es sich an dem Baum festbackt. Nee, die natürlich jetzt nicht, ne? Die läuft immer schön weiter. Ach, Mann! Aus Wut haue ich jetzt diesen Baum hier um. Ich sollte mir keine Level 2 Tiere zählen. Einfach. So. Nee, es ist mir auch im Multiplayer, muss ich sagen. Ist mir ja schon ein paar Mal passiert, dass ich da irgendwie aus Versehen meine Tierchen umgehauen habe, weil die einfach zu low waren. Und andersrum hätte jetzt halt diese Schildkröte den auch gekillt. Da hätte ich nichts gegen machen können. Diese Schildkröte. Du bist dran schuld. Alter, jetzt stirb endlich! Na also. So, das war die Rache. Die Rache für meinen schönen Raptor. Und alles kaputt hier. Mann. Das kann... Kann ich das Ding direkt repairen oder muss ich das auch erst... Muss ich da... Ja, das kann ich direkt repairen. So. Ah, und ich habe mich so gefreut, dass wir jetzt einen Raptor haben. Naja. Kann ich die schon repairen? Ja. Ah, die kann ich noch nicht rübersetzen. Okay. So, haben wir das auch repaired. Das Ding hier auch gleich noch. Bevor das jetzt auch noch gleich kaputt geht. So. Was ist für Aki? So. Ich bin dehydrated. Also irgendwie, das ist doch auch nicht mehr normal. Wie, das hatte ich ja noch nie, so oft. Ich glaube, ich muss da mal... Mann. Und Essen ist auch fast weg. Achso, wahrscheinlich wegen dem spannenden Kampf gerade gegen diese unmenschliche Schildkröte. Was ist das denn?
Hallo? Sollte hier eigentlich ein Stein oder so vielleicht sein, wo das drauf wächst? Ich glaube. Aber der ist wahrscheinlich noch nicht respawned. Ich trauere um meinen Raptor. Und das meine ich ganz ernst. Ach, aber guck mal. Die Kleinen haben uns ein Ei hinterlassen. Wir haben bald so viele Raptor-Eier. Dilo-Eier. Wer hatte die denn? Panic war das doch, oder? Panic, du hattest doch Dilo-Eier dabei. Ja. Super. Und Fleisch haben wir auch jede Menge. Holz haben wir auch noch genug. Dann würde ich sagen, ich crafte einfach nochmal so in der Zwischenzeit hier zwei so Dinger. Und während die fertig craften und ich wahrscheinlich gleich noch ein Level-Up habe, sage ich für heute schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich traure jetzt noch eine Weile um Arki und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge von Ark. Bis dahin, ciao!